Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison offenbar beim VfL Bochum fündig geworden. Laut Bild will der HSV im Sommer Jan Güamara unbedingt in die Hansestadt locken, unabhängig davon, ob die Rot-Dosen dann weiterhin im Unterhaus kicken oder den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Güamaras Kontrakt beim VfL endet zum Saisonende, das Eigengewächs könnte den Revierclub also ablösefrei verlassen. Es ist alles offen. Mein Vertrag läuft aus, man weiß nie, was passiert. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, die Gespräche fangen jetzt an, in die intensivere Phase zu gehen, sagte Güamara zuletzt gegenüber Funke Sport über seine Zukunft in Bochum. Der 23 Jahre alte Allrounder, der aktuell überwiegend als Innenverteidiger sowie auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommt, soll beim HSV vor allem als Außenverteidiger eingeplant sein. Dort besteht Handlungsbedarf, da Douglas Santos nach der Saison wohl aus finanziellen Gründen verkauft werden muss. Güamara wechselte 2011 von Arminia Bielefeld in die Jugend des VfL. Inzwischen absolvierte der frühere deutsche Juniorennationalspieler 71 Pflichtspiele für die Bochumer Profis.